Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pizza Connection 3. Eine neue Aufnahmesession für mich, für die ich mich jetzt doch schon langsam ja ein bisschen motivieren muss, beziehungsweise schauen muss, wo ich die Motivation für dieses Spiel herbekomme. Es ist doch ja mittlerweile sehr zäh, sagen wir es mal so. Aber ich habe mir fest vorgenommen, die Kampagne hier noch durchzuspielen. Wir haben zurzeit ein bisschen Schulden, das sollten wir aber eventuell auch wieder rauskommen und haben dann hier in Australien noch vor, ja, eine vierte Filiale zu eröffnen. Zunächst müssen wir jetzt aber erstmal die ans Laufen bringen. Ich weiß auch nicht so genau, warum die eigentlich schon geöffnet hat, weil die eigentlich erst um 6 aufmacht. Aber okay. Ja, hier müssen wir uns auch noch ein bisschen drum kümmern. Das heißt, müssen wir auch noch ein bisschen einstellen und so. Machen wir dann alles im Laufe der Zeit mal. Zunächst sollte unser Ziel doch sein, aus den Schulden rauszukommen, denn wir haben ja bloß noch 44 Stunden Zeit. Schauen wir hier mal nach. Genau, das war diese Filiale. Ja, wo wir zwei knappe Schichten da eingeteilt haben und dann hier ja, unsere große Filiale, mit der wir sicherlich auch das meiste Geld machen. Dazu haben wir noch einen kleinen, ja, einen kleinen Pizza-Food-Truck, der vielleicht auch ein paar Euro Gewinn beitragen kann. Genau, ja, ich würde jetzt einfach mal ein kleines bisschen vorspulen, dass wir vielleicht doch mal wieder in die Plusregionen kommen und dabei aber auch schon. Das Teil ja so ein bisschen mit auschecken, was da läuft, was da nicht läuft. Ja, so super viel ist da jetzt wirklich nicht los. Aber ja, das Ding haben wir ja irgendwie automatisch übernommen. Das soll ja einen super tollen Standplatz haben, den ich jetzt auch beim letzten Mal schon nicht so genau erkannt habe. Aber okay. Ist jetzt die Frage, ob wir hier. Irgendwo haben wir da schon Werbung. Aber ansonsten sind hier in der Nähe auch keine Säulen mehr frei. Das heißt also, das Ding ist irgendwie. Ja. Ein bisschen sehr sinnlos. Ja, wie gesagt, ich habe mir aber jetzt fest vorgenommen, die Kampagne noch durchzuspielen. Wir sind ja im Kapitel 8 von 11 oder 12. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, das rupfen wir schon noch durch. Aber man muss schon immer suchen, wo man seine Motivation mittlerweile herfindet, um dann hier mal eine neue Aufnahmesession zu starten. Denn, ja, wie gesagt, das Spiel ist schon sehr zäh. Es lässt einem jetzt nicht so besonders viel Entscheidungsfreiheit, beziehungsweise was und wie man das macht, ist eigentlich relativ egal. Wie man die Pizzen anlegt, wie man seine Restaurants einräumt. Das ist doch alles relativ von geringer Bedeutung. Und ja, man hat hier gerade in der Kampagne auch super sinnlose Ziele, würde ich sagen. Wo man sich denkt, gut, würde man jetzt in einem freien Spiel nie so machen. Vielleicht sind wir die Sache auch falsch angegangen und hätten von Anfang an ein freies Spiel machen sollen. Wobei, ja, da weiß man ja dann auch nicht so richtig, wo man ein Ende finden soll. Ja, dann habe ich mich heute doch mal aufgerafft. Nochmal so vielleicht eine Stunde, anderthalb aufzunehmen, ein paar Folgen. Und dann lädt man seinen Spielstand und hat am liebsten, möchte am liebsten schon wieder den Computer einfach ausschalten, beziehungsweise Alt F4 und das Spiel direkt ja, deinstallieren, denn ja, die Ladezeit, die macht einen echt fertig. So, nichtsdestotrotz sehen wir jetzt, dass hier doch ab und zu ein paar Leute reinkommen. Wir werden dann am Ende vom Tag sehen,
ob sich das ungefähr halbwegs irgendwie rentiert hat. So, da kommen wieder viele, viele dicke Leute. Ein paar bleiben auch bei uns hängen. Ansonsten, ja, passt das ja eigentlich soweit. Das heißt, wir sprudeln hier mal noch ein bisschen vor. Jetzt wollte ich eigentlich gucken, bis wann wir bis 18 Uhr. Das heißt, das Ding macht ja dann auch bald zu. Ja, wir haben jetzt geschlossen und die sitzen quasi jetzt hier noch im. Manchmal, also manchmal verstehe ich das Spiel echt nicht. Das hat echt. Das ist so. Also, das sind nicht einfach irgendwelche Bugs, sondern das sind wirklich Sachen, die einen verzweifeln lassen. Weil man muss ja sagen, wir waren ja dann im Endeffekt dadurch, durch diesen Bug jetzt wieder irgendwelche schlechte Kritiken bekommen. Ist jetzt auch so eine Sache, die sich nicht super extrem auf unser Spiel auswirkt. Aber ist doch eine nervige Sache. Genau, das ist jetzt hier. Schauen wir auch nochmal die Finanzen rein. Profit heute minus 2,5. Achso, ne, gestern minus 5. Da haben wir allerdings auch super viele Zutaten, Angestellte, Miete. Ja. Mal schauen, ob wir das noch. Ja, ob wir das dann noch ein bisschen optimieren können. Ansonsten sehe ich da jetzt eigentlich auch nicht so richtig die Möglichkeiten. Sind auch wieder ein bisschen ins Minus gerutscht. Am liebsten würde ich ja die Filiale eventuell auch wieder zumachen, weil so. Ja. Ist halt schon ein bisschen sinnlos. So, vielleicht pachten wir aber. Ach so, kann ich jetzt gerade sowieso nicht, wenn wir im Minus sind. Ah, das heißt, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als erstmal wieder eine Ecke vorzuspulen. Und dann checken wir vielleicht ja auch noch mal die Lage. Das Restaurant ist echt, das ist echt voll für den Arsch. Das ist echt super sinnlos. Vielleicht reißen wir da eventuell doch noch ein bisschen was mit Werbung raus, wenn ich. Angestellte, das da, das da. Das Warenhaus, was ist das? Maskottchen. Sind sowieso im Minus, können das deswegen jetzt auch nicht anheuern. Werbung. So, genau. Ja, gut, jetzt kommen wir aber gar nicht direkt für. Für das Restaurant Werbung schalten. So, was ich auch nicht verstehe, die Typen hier wollen Pizza. Gehen an einem Pizzaladen vorbei und gehen halt nicht rein. Ist dann halt irgendwie ihre Schuld. So, ich gucke jetzt mal, ich pacht jetzt mal das Ding.
Und zwar dafür. Und schau mal, ob das noch irgendwie was rettet. Ansonsten, jo. Schauen wir mal, was wir da jetzt eventuell noch für eine Filiale nehmen. Die hier würde mir zum Beispiel doch sehr gefallen. Und die hier scheint auch zu gehen. Hier hätten wir noch gute Werbemöglichkeit. Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal noch ein bisschen Geld und überlegen dann, ob wir vielleicht sogar die hier gleich nehmen. Die freie. So, hier scheint alles zu laufen. Hier scheint wahrscheinlich halt nichts zu laufen. Das verstehe jetzt, wer will. Das verstehe jetzt, wer will. Vielleicht wäre noch eine Möglichkeit, und zwar das Ding umzubauen mit 4 Räumen und dann noch einen Lieferservice reinzusetzen. Aber ist jetzt auch gerade die Frage, ob das dann so unbedingt die Lösung ist. So, wir schauen jetzt hier erstmal durch. Da hat sich im Prinzip nichts verändert. Ja, das ist halt eine Zutat, das ist komischerweise immer kritisch, aber ja, Lager ist voll, es hat sich niemand beschwert. Dann das zumachen, schauen wir hier. Gut, hier müssen wir wahrscheinlich mal nachschauen, was da so passiert, denn da war doch jetzt doch ein ganz schöner Einbruch und wir haben echt super krass Minus gemacht. Was ist denn da los? Und was ist schon wieder mit meiner Maus los? Ja, das würde ich doch jetzt mal. Warum haben wir ja heute 10.000? Warum haben wir gestern 10.000 Minus gemacht? Hier haben wir Minus gemacht. 2000 aus irgendwelchen Gründen. Hier haben wir sogar auch Minus gemacht. Der hat Plus gemacht. Super cool. Der hat sogar ordentlich Plus gemacht. Genau, bis auf unser Lieferwagen hat, war alles ziemlich scheiße. Okay, dann würde ich sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge eventuell nochmal um unsere anderen Restaurants und schauen, warum die denn jetzt. Ja, warum die jetzt so scheiße waren. Und probieren dann in der nächsten Folge erneut ins Plus zu kommen und mal noch die vierte Filiale zu öffnen, falls das irgendwie irgendwann mal klappen sollte. Brauchen wir natürlich Geld dazu. Deswegen schauen wir mal, wie das wird. Wie gesagt, wenn wir hier irgendwie Game Over gehen, falls das dann irgendwie funktioniert, dann hören wir auch mit der Sache auf. Ich mühe mich da jetzt nicht an so einem Kapitel, dann keine Ahnung, 14 Folgen lang ab. Dann brechen wir die ganze Sache hier ab. Aber auf jeden Fall versuchen wir in der nächsten Folge nochmal das Beste draus zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierher und bis zum nächsten Mal. Ciao.